Hey, was geht ab? Mein Name ist Till, ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Ich baue in den nächsten 100 Tagen 100 Beats. Heute sind wir bei Beat Nummer 67. Let's go. Wenn du neu hier bist oder es aus irgendeinem Grund immer noch nicht geschafft hast, dann ist es jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit, um auf Abonnieren zu drücken und die Glocke. Du wirst immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich kriege mehr Follower und die Welt wird ein netterer Platz. Ich habe mit dem Piano V2 und diesem American Grey Road Preset erstmal folgende Melodie eingespielt. Ja, hat auf jeden Fall Vibe, finde ich. Dann habe ich hier mit dem EQ bei 200 Hertz einen Cut gemacht und habe dann da einen Synthi dazu gespielt. Der ist von Arturia auch und heißt Synthi V oder Synthi 5 und der klingt dann erstmal so. Und dann gibt es hier ein Vocal Sample. Klingt erstmal gar nicht, weil das habe ich hier als MIDI gemacht und habe es dann gebounced. Hier ist der Valhalla Supermassive drauf, ein kostenloses Plugin und der Channel EQ. Und dann habe ich das gebounced und habe hier nochmal einen Kompressor drauf geparkt. Und das klingt dann so. Ja, also es fährt irgendwie so rein und fällt dann so ein bisschen wieder ab. Oder was auch immer. Hier auf dem, nee, da habe ich nichts mehr drauf. Hier habe ich noch ein Reverb drauf, ein Plate Reverb, der ist so, ja, ein bisschen EMT-mäßig. Wenn du so eine Plugins kaufen willst oder du eh vorhast, gerade einen krassen Reverb dir zu kaufen als Hardware und du das vielleicht bei einem dieser Stores machen willst, wo man normalerweise sowieso einkauft, dann check doch mal unten die Affiliate-Links, die führen dich zu Stores, wo du halt, wie gesagt, vielleicht sowieso einkaufst. Du kaufst da ein für den gleichen Preis wie sonst auch, supportest aber gleichzeitig den Kanal hier, weil ich kriege einen kleinen Prozentsatz darüber ab, wenn du über diese Links kommst und kann dann hier mir was Schönes kaufen und im Luxus leben wie die Made im Speck. Okay, dann gibt es hier Hi-Hats. Ihr seht, Velocity habe ich ein bisschen eingestellt und es sieht so aus, als ob da sonst nichts gemacht wurde. Bisschen Velocity-Einstellung und ansonsten halt hier gesetzt, keine großartigen Wiederholungen. Gucken wir mal hier. Doch, hier haben wir so ein Snare-Roll. Klingt so. Und dann gibt es hier eine Snare. Und ein Kick. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier hinten noch so einen Sound. Ah ja, ich glaube, das ist auch noch mal ein Vocal Sample. Und das habe ich hier nochmal umgedreht. Ja, also hier habe ich die Hi-Fahne davon genommen, das Ganze umgedreht, habe das hier vorne hingesetzt und dann hat man quasi so ein Intro. Und ja, dann habe ich hier noch eine 808 gespielt. Die sieht so, wie sieht die denn aus? Hallo?
So sieht die aus und dann klingt das ganze Ding so hier. Also wenn der so ganz alleine dasteht, dann ja, ist er so mittelnice. Falls es da einen Rapper gibt, der das nice findet, könnte das, glaube ich, sogar noch ein ganz vibey düsteres Ding werden. Aber vielleicht auch nicht, wer weiß, vielleicht ist es einfach nur ein Beat von den 100, die vielleicht auf der Festplatte liegen bleiben und in Vergessenheit geraten. Das werden wir sehen. Wenn dir das Video gefallen hat und du nicht mehr brauchst, lass gerne einen Daumen hier, am besten natürlich nach oben. Falls du es noch nicht getan hast, ist jetzt ein guter Moment, auf Abonnieren und die Glocke zu drücken. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne eine E-Mail, die findest du unten in der Beschreibung. Wenn du den Kanal hier noch mehr supporten willst, dann lad gerne deine Freunde ein, teile das, sprich darüber, dass es so einen Verrückten gibt, der seine komplette Zeit gerade damit verbringt, YouTube-Videos zu machen. Und ja, falls du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare. Wenn du nicht genug von mir bekommen kannst, findest du unten einen Link oder du findest mich auch einfach auf Instagram und Co. Mein Name gibst du da ein, dann wirst du mein Profil wohl finden. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.